Und ein kleiner Teil der hineingegebenen Energie bleibt im Wasser wie in einem Batterieakku gespeichert. Klingt komisch, ist aber so. Also steckt er als Barriere eine halbdurchlässige Membran zwischen die Elektroden. In Russland nennt man das eine lebendiges Wasser, das andere totes Wasser. Simulieren wir nun das Trinken von basischem Aktivwasser. Da wir in München sind, nehmen wir einen Weißwurstdarm. Das elektroaktivierte Basenwasser, das in der Wurst war, das war prallvoll mit Calcium und Magnesium. Deswegen sind alle Felder rot. So viel zu dem dämlichen Gequatsche aus dem Internet, dass im Wasser gelöstes Calcium und Magnesium, weil es anorganisch sei, vom Darm gar nicht aufgenommen werden könnte. Ich kriege immer Zustände, wenn ich so etwas höre. Aber uns geht es heute nicht um Badewasser, sondern um elektronenreiches Trinkwasser, das hier in diesem Buch von Dietmar Ferger sogar als Jungbrunnenwasser definitiv bezeichnet wird. Ja, wir sind schon wieder in München. Drei Häuserblöcke hier vom Aquacentrum entfernt in der Holzstraße 47 baute der damals Mitte 30-jährige Ingenieur, ungefähr so alt wie Herr Akkün heute, seinen ersten Elektrolytwasserladen auf. Drei Häuserblöcke. Und so entstand dieses Heilwasser aus der Steckdose, das in modernisierter Form heute von mehr als 100 Millionen Menschen weltweit getrunken wird. Bis zum Jahr 1981 entstanden Hydropyrylfabriken in München, Berchtesgaden und Wernberg in der Oberpfalz, die das Wasser in großen Elektrolyseapparaten produzierten und in Flaschen hauptsächlich über Apotheken verkauften. Als aus Tierversuchen klar war, dass das funktioniert, dem Strahlenschutz mit diesem Wasser, da kamen die Militärs auf die Idee, man sollte diesen spottbilligen Strahlenprotektor besser geheim halten. Schließlich herrschte Kalter Krieg und man rechnete ständig mit einem Atomschlag. Der Film zeigt eine nicht ganz kleine Explosion. Also ich beschäftige mich jetzt schon 10 Jahre mit diesen Wasserionisierern und da hat sich bei mir natürlich schon so ein kleines Museum angesammelt an Geräten. Es kommt nämlich, und das ist eigentlich meine Hauptbotschaft, es kommt nämlich nicht nur auf den Wasserionisierer an, den Sie verwenden, sondern auch auf das Wasser. Das will ich Ihnen jetzt mal an einem Beispiel erläutern. Basische Ernährung. Sie kennen das alle, die Nahrungsmittelpyramide und alle diese feinen Kochbücher. Es ist wichtig zum Ausgleich einer ungesunden Lebensweise, wenn wir ein basisches Wasser trinken. Wenn wir uns noch so gesund ernähren, im Prinzip führt auch eine sogenannte basische Ernährung immer zu sauren Stoffwechselabfällen. Der Forscher Manfred Hoffmann hat aufwendige Messungen an Lebensmitteln vorgenommen, um deren Nahrungsqualität anhand von pH-Wert und ORP, also Redoxpotentialwert, objektiv zu bewerten. Seine Ergebnisse decken sich mit meinen Schlussfolgerungen. Tatsächlich gilt, jede Nahrung hat spezifische Wertebereiche für pH und ORP. Gesunde und qualitativ hochwertige Produkte haben immer ein niedrigeres Redoxpotential innerhalb der Art des Lebensmittels. Und genau das ist typisch für Proben aus ökologischem Anbau. Die haben eben noch am meisten Elektronen. Vordergrund ist der Elektronenreichtum des Wassers. Das ist das Wichtige. Basen können wir uns auch reinlöffeln. Ist kein Problem. Richtig sauer, wie Sie sehen an der Tabelle. Ja, sogar saurer als Essig sind Limonaden. Nur das schmecken wir leider nicht, weil die Säure durch den Zucker kaschiert wird. So wie der welke Rucola aus dem Bild, das ich Ihnen gezeigt habe. Das ist kein Witz. Wissenschaftlich völlig unbestritten. Basisches Aktivwasser lädt Antioxidantien wieder mit Elektronen auf. Ich trinke also mit einem solchen Mineralwasser noch mehr Basenschulden, als ich ohnehin schon habe. Und deswegen sage ich, Schluss mit Kistenschleppen und Schluss mit Blechen für teures, saures Mineralwasser aus grauenhaften Plastikflaschen heutzutage.
Es ist nicht wirklich überraschend, dass echte Muttermilch diese Werte hat, nämlich 7,4 und minus 50 Millivolt. Das sind nämlich ganz genau die Werte, die im Blut herrschen. Es ist also die Kuh im Haus.